Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus mitten im Sturm. Ja, danke. In der letzten Folge haben wir den Baron, ziemlich erzürnt, weil wir seine Sklaven befreit haben. Und nun werden wir uns episch hinsetzen. Genau, Miller, Ende und aus. Hast du sie? Gute Arbeit, Archon. Gute Neuigkeiten. Archon hat die Karten. Gut gemacht, Archon. Idiot, fang schon mal damit an. Ich komme später dazu. Das sind viele da. Nimm einen Schluck. Je eher wir sie analysiert haben, desto besser. Die Karten haben wir. Jetzt müssen wir nur noch einen Ausweg von hier finden. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team. Einige leiden bereits an Dehydration und es wird immer schlimmer. Außerdem brauchen wir Treibstoff. Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert, aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Duel hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren könnten. Also, Artyom, wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option. Viel Glück, Artyom. Wir zählen alle auf euch. Ich war der schon. Wie ist das Wetter? Der Sturm scheint vorüber zu sein. Ich gehe zurück zum Posten. Perfekt. Neue Postkarte habe ich von euch geklaut. Dankeschön, haut rein. Okay. Ist mein Wagen mittlerweile hier? Oh, und? Du schätzt unsere Lage ein, Artyom? Nicht so gut, hm? Nö. Mein Wagen ist da hinten. Davon hatten wir auch schon Gäste. Haben sie natürlich herzlich begrüßt. Die Bestien liefen Stepan mit seinem Fleischwolf direkt in die Arme und das war ihr Ende. Wir stürmten raus und sahen nur noch Leichen. Einer der Gefallenen war Stepan. Zuerst dachte ich, die Mistkerle hätten ihn erwischt, aber er hatte nicht einmal einen Kratzer abbekommen. Es war ein verdammter Hitzschlag. Er ruht sich jetzt unten im Bahnhofsgebäude aus. Die übrigen sind auch nicht in guter Verfassung. Sollten diese Ölbanditen also beschließen, uns Druck zu machen, sind wir am Arsch. Und vermutlich machen sie das sogar. Ich glaube nämlich, dass diese Giul uns für ihr eigenes Spiel benutzt. Wenn wir die Banditen ausschalten, ist ihr das nur recht. Sollten wir bei der Ankunft allerdings völlig dehydriert sein, geht der Schuss mächtig nach hinten los. Der Oberst hat befohlen, dass nur die Kranken und Patrouillen Wasser bekommen sollen. Er selbst trinkt gar nicht. Deshalb hat er sich drinnen eingesperrt und kommt nicht raus. Er sagt, er sei zu schwach und es könnte der Truppenmoral schaden, wenn man ihn so sieht. Als ob die Moral noch mehr sinken könnte, wo wir doch schon kein Wasser mehr haben. Yermak hat sogar schon versucht, Kondenswasser aus der Luft zu gewinnen. Aber das hier ist eine gottverdammte Wüste. So sieht es also aus. Wir brauchen dringend Wasser und Diesel. Wir brauchen verdammt viel von beidem. Die Aurora verwandelt pro Stunde 2 Tonnen Wasser in Dampf. Und ihr Durst auf Treibstoff ist auch nicht zu unterschätzen. Wir sitzen hier tief in der Scheiße und brauchen dringend ein Paddel. Sonst duften wir bald nicht mehr nach Rosen. So sehe ich das zumindest. So ist deine Höhle. Okay, wir müssen also Wasser organisieren. Ich glaube, das ist keine Höhle, das ist ein Durchgang, ne? Ja. Also gut. Unser Ziel ist da oben. Und unser Auto ist da. Dann laufen wir erstmal zum Auto. Und holen das verdammte Ding. Ich darf das Auto nicht alleine lassen. Stell dir vor, ich hätte es viel weiter hinten geparkt. Ja, hätte ich jetzt den Salat. Ja, hör einfach auf zu laufen. Wir haben eh nicht genug Wasser, Artyom. Warum läufst du auch? Habe ich dir nicht befohlen. Nein, nein. Ach du Scheiße, das kann ja... Aber das kann eine Weile dauern, bis wir da hinten ankommen. Ach du Scheiße. Hauptsache, wir treffen nicht zwischendurch auf irgendwas. Ich habe ja eigentlich kein Problem mit irgendwas, ne? Scheiße, was war das? Das war irgendwas. Ich habe ein Problem mit irgendwas. Oh,
Wahrscheinlich nur so ein kleiner Vogel. Gut, die können wir ignorieren. Perfekt. Ach, die habe ich bei meiner Frau gelassen, ne? Ah, war ja klar. Auferbrücke. Auferbrücke. Da muss ich durch. War ich nicht. Scheiße. Das war's mit dem Überraschungsangriff. Warte, lebt noch. Wieso habe ich manchmal eine Kugel zu viel im Lauf? Ich verstehe es nicht. Ich habe gerade einmal geschossen und ich kann nicht nachladen. Vielleicht komisch programmiert, ich weiß es nicht. Oh. Mann, kauf dir ein bisschen Ausdauer, Artyom. Kann ja wohl nicht sein. Gibt's hier vielleicht ein bisschen Ausdauer? Was war das? Nee, das ist nur so ein Gehege, ne? Ach. Manchmal verfluche ich die Steuerung hier. Ja, wow. Das hast du gebraucht. Da musstest du rüberklettern, ja? Oh Mann. So. In Sicherheit. Auto. Wir gehen mal kurz zur Frauchen und gucken, was die so macht. Ich will mal Herz pochen, wenn ich sie sehe. Oder wenn ich sie erwarte. Frauchen? Du hast die Gegenstände fliegen lassen. Und bist dann abgehauen. Okay. Meine Frau hat also Zauberkünste und damit ich das nicht sehe, ist sie abgehauen. Ah, in Sicherheit. Ist schon ein bisschen blöd, wenn man nichts sieht, ne? Kann ich hier nirgendwo wenden oder so? Ich bin ein guter Autofahrer, keine Sorge. Alle Mann zuhören! Verpiss dich! Und uns! Ich will nicht! Alle! Lass die Jungs ein wenig schlafen! Wir haben Bonn zu tun! Diesen scheiß Oberst! Ich will nicht! Lass die Jungs! Dieser Torbiker würde es auch tun! So, das war's! Du, das Arschloch in dem Wagen, das meine Jungs umbringt. Du Arschloch! Hör mir zu! Du fährst also weiter rum und guckst, wie wir leben. Und wie findest du es? Du denkst wahrscheinlich, wir wären Tyrannen. Oder sogar Tiere. Und du bist eine Art Held, nicht? Befreist zusammen mit dieser Giul, dieser Hexe, die unterdrückt. Ich sehe aber, dass du kein Vollidiot bist. Tief im Inneren verstehst du. Du verstehst es. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Mensch ist ein Tier. Ein Tier. Lass den Mensch frei herumlaufen und schon bringt er alle um. Nimm die Macht und Gesetze und alles. Schon herrscht das Gesetz des Dschungels. Es gibt immer ein Blutbad, ein totales Blutbad. Es muss Macht geben, es muss Gesetze geben, eine Ordnung, Glauben, Zivilisation. Verstehst du nicht? Denn ohne Gesetze, ohne einen Gott, ist alles erlaubt. Wenn sie einen neuen Sklaven anschleppen, ist er ein völliger Wilder. Sie leben in verdammten Höhlen, haben alles vergessen. Und was bekommen sie? Das Leben eines hungrigen Menschen. Einen Haufen kränklicher Kinder und den Tod im Bauch eines Dämonen. Ich habe ihnen einen Lebenszweck gegeben. Sie arbeiten, sie dienen, sie erschaffen. Sie
Wir schaffen eine Zivilisation. Und du, du willst sie zerstören, du Arschloch. Willst meine Zivilisation zerstören. Du Stück Scheiße. Fick dich. Du hast mich verstanden. Behalte den Wagen, solange du willst. Ich hol mir einen Drink. Alles klar, Dude. Danke. Ich hab einen Wagen. Gratis. Wobei das Wetter jetzt nicht so wirklich toll ist. Hey! Was machst du da? Wie läuft es denn bei euch so ohne Wasser? Geht so. Während du weg warst, habe ich so einiges ausgespäht. Giul sagt, dass in dieser Höhle früher viele Leute gelebt haben. Im Grunde war es eine richtige Stadt. Doch dann wurden die Geysire aktiv und sie mussten fliehen. Wie du vielleicht bereits ahnst, nähern wir uns der Quelle durch die Hintertür. Auf geht's! Alles klar. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich hab ihm nur gefolgt. Ach komm, WTF, was sollte das denn? Weißt du, er springt da runter, ah, easy. Und dann komm ich, Knochen gebrochen. Wie läuft es denn bei euch so ohne Wasser? Während du weg warst, habe ich so einiges ausgespäht. Giul sagt, dass in dieser Höhle früher viele Leute gelebt haben. Im Grunde war es eine richtige Stadt. Doch dann wurden die Geysire aktiv und sie mussten fliehen. Wie du vielleicht bereits ahnst, nähern wir uns der Quelle durch die Hintertür. Auf geht's! Tja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich komm klar. Lass uns etwas höher klettern, um einen besseren Ausblick zu bekommen. Die Höhle rennt uns nicht davon. Hä? Hä? Achso, ich kann das Licht an... Ist praktisch. Könnte es drauf behalten. Ja, geh vor, Junge, geh vor. Hui! Boah, was für ein Lärm! Scheiße, ich komme nicht mehr hoch, ne? Na doch. Wir werden bestimmt da noch unten hinkommen. Ah, Fledermausviecher. Was ist das? Hä? Huh? Ah, Scheitern! Blöde Fledermäuse! Ja. Hier ist alles hinüber. Als ich aufbrach, hatte ich die Hoffnung, etwas über mein Volk herauszufinden. Über meine Verwandten, aber... Nun weiß ich Bescheid und... Es tut weh. Ach, du kommst hierher. Ruhig. Ist das eher die Gegend hier? Ich war doch schon auf dem Weg hierher. Dafür wollten wir da hoch. Und nicht weiter runter. Ah, ich sehe schon. Aha. Gleich beim Eingang. Mach dich bereit, Artyom. Lade die Taschenlampe auf, überprüf Filter und Ausrüstung. Ich hab da so ein Gefühl. Bitte keine Spinnen. Bitte keine Spinnen. Tja, lass mich mal machen. Na, Trittleiter. Kriegen wir hin. Warte kurz eine Sekunde. Ja, ich muss erst plündern. Dann bin ich gleich bei dir da. Oh Gott, ey. Da unten war ein Schleichweg. Wieso gewinne ich den Schleichweg? Weißt du, das ist die richtige Reihenfolge. Zuerst ich und dann das Mädchen.
Na ja, cool, wir haben einen Weg nach oben geschaffen. Hier ist doch offensichtlich ein Schleichweg, oder? Ja, hi! Das nehme ich mal an mich, ne? Hast du sonst noch was für mich hier in deinem Bunker? Ein bisschen Feuer? Cool, toll, da stand, da lag nur eine Leiche. Das auch noch. Komm hier nicht mehr raus. Oh. So, gibt's irgendwelche Hinweise darauf, was wir uns da drin erwartet? Ich glaube nicht, ne? Die Maske müssen wir auch noch aufsetzen. Ja, warte noch mal ganz kurz. Kurz pumpen. Dann die Tasche aufmachen. Ein bisschen was da an Zeit drauflegen. Und dann die Gasmaske. Auf die Brille rauf. Oh nein, ey. Der Krieg hat die Menschen also wirklich wieder in die Steinzeit zurückversetzt. Inklusive Höhlenmalereien und so. Nur, dass sie jetzt besser aussehen. Die haben hier eine Weile durchgehalten. Ich wünschte, wir wären früher hergekommen. Das muss ja mindestens ein paar Monate her sein, dass die alle weg sind. Jetzt nicht so, als könnten wir irgendwas dagegen tun. Zu zweit. Ach, verdammt. Ein Einsturz. Wir haben aber Glück. Es ist noch etwas Platz. Ich will in Sicherheit sein. Oh Gott. Das sieht gar nicht gut aus, Leute. Wir werden gleich überrannt. Von irgendwas. Nicht von den kleinen Viechern. Das bezweifle ich stark. Ach, der hat sich eingegraben. Alles gut. Ich dachte, der ist explodiert. Yeah! Oh, wie viele Menschen haben hier gelebt? Alles ist so schön ausgebaut. Das wollte ich machen. Lass uns versuchen, daran vorbeizugehen. Sind hier diese Fischviecher? Nee, ich glaube nicht, dass sie in diesem Gewässer überleben können. Das ist nicht gut. Ach Gott, naja gut. Damit kann ich noch leben. Wieso braucht ihr eigentlich keinen Filter, hä? Wieso geht ihr nur auf mich? Das waren alle. Tja. Ich will nicht. Ich hasse Ghule, weil zumindest bin ich jetzt nicht alleine. Warum Ghule? Wieso können die nicht Menschen sein? Menschen sind die besten Gegner aller Zeiten. Ja, wir haben sie alle aufgeweckt. Das ist geil. Du machst das schon, ne? Alles klar, das fanden die nicht so geil. Jetzt gehst du da runter. Zusammenbleiben! Ja, ich bin bei dir. Ach, verdammt. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich tief an. Du machst das schon. NPCs sind schon sterblich, ne? Jetzt töte ihn halt. Ich glaube hinter mir, ne? Ja. Oh,
Wieso wirft ihr auf mich Sachen? Das ist auch noch ein anderer Typ. Der ist unsterblich. Gut, vielleicht wissen die das ja. Wie sie an ihm vorbeilaufen. Guckt euch das an. Was zur Hölle treibt er da? Kämpft er da mit der Luft? Ich glaube, ich habe keine Rohstoffe mehr, oder? Muss mal ganz kurz gucken. Na, ich heile viel zu oft. Mann. Ich und mein Perfektionismus. Anscheinend sind wir fast draußen. Mir nach. Ich komme gleich. Okay, ich komme. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Der Durchgang zur Quelle. Auf geht's. Und wie willst du das Wasser hier rausholen? Nur mal so gefragt. Ich meine, es ist ja schön, wenn wir Wasser finden. Mein Filter ist fast aufgebraucht. Da! Licht! Hier! Tja, die Luft scheint gut zu sein. Masken runter! Ladies first. Tja, von hier an geht's nur noch im Schneckentempo voran. Jule sagt, dass die Einheimischen den Ölmännern aufs Wort gehorchen. Also versuchen wir es heimlich zu machen. Ohne unnötiges Blutvergießen. Alter, du bist voll laut. Die sind unschuldig. Da, Wasser. Siehst du den Wagen? Ich gehe dahin und versteck mich dahinter. Das Tor wird von diesem Turm aus angesteuert. Wenn du es öffnest, fahre ich mit dem Wagen durch und du springst auf den Tank. Viel Glück. Und versuche nur die Ölmänner zu töten, ja? Frage, wer ist Ölmann, wenn nicht? Der hat eine Waffe. Ich will nicht auf den zielen. Okay. Versuchen wir das Ganze so sneaky zu machen wie möglich. Hier kann ich nicht einfach hoch, oder? Wäre auch zu einfach gewesen. Ich brauche einen Überblick. Ich könnte ihn so leicht erschießen. Aber dann würden die anderen das sehen. So, gucken wir erstmal, wo wir hier landen, ne? Können ja immer noch den hier machen. Was brauchen wir jetzt nicht so wirklich? Warum leuchten seine Augen so? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das anstellen soll. Ich muss anscheinend die Treppe hier hoch. Aber wenn ich den erschieße, dann wissen die anderen Bescheid. Eventuell muss ich den ausschalten, ne? Ah. Schwer, ist schwer. Wir haben auch einen Hund am Start, habe ich gehört.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss erstmal überlegen, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann weiß ich Bescheid, was ich tue. Höchstwahrscheinlich einfach alles abschlachten. Haut rein, euer Zero. Tschüss.